Ist dieser Garten nicht wundervoll? Sogar die Botschafterin der Elfen wandert hier oft umher. Eben. Sie ist seit Tagen verschollen. Sie wollte nach einem Heilmittel für die Seuche forschen, kehrte aber nie zurück. Hm. Wo habt ihr sie denn zuletzt gesehen? Hier. Sie sprach davon, dass sie einen Zauberer namens Hagard aufsuchen wollte, der an einem Heilmittel für die Seuche arbeitet. Finde ich ihn im Magierviertel? Nein, er lebt außerhalb der Stadt, ganz im Norden, in der Quellfeste nahe dem See. Was bedeutet eigentlich Dun Mora? Dun steht in der Elfensprache für Festung, sowie Drach in der Sprache der Norkain. Dun Mora war eine der zwei großen Grenzfesten der Hochelfen. Bis ihre Verteidiger sich Hoffnungslosigkeit und Selbstmitleid hingaben und die Lichtgötter verfluchten. Die Göttin Elen strafte sie und ließ Dun Mora im Sumpf versinken. Heute ist es ein Ort, an dem die Mohir Dienst tun, die Ausgestoßenen der Elfen. Sie absolvieren dort die Prüfung des Leids. Sie verteidigen die Ruinen von Dun Mora gegen die Dämonen des ewigen Sumpfes. In der Hoffnung, irgendwann wieder Aufnahme in den Hainen von Finon Mir zu finden. Eine Gefängniskolonie? So könnte man es wohl nennen.